Immer wieder ein echter Aufreger. Soll die Türkei nun der EU beitreten oder nicht? Die türkische Regierung hat ja viele einschneidende Gesetzesreformen verabschiedet, um die Kriterien der EU zu erfüllen. Die Todesstrafe wurde abgeschafft, internationale Abkommen zum Schutz der Menschenrechte wurden ratifiziert, auch und vor allem die Folter sollte endlich aufhören. Der Ehrgeiz und das Tempo sind beeindruckend. Aber Menschenrechtsorganisationen in der Türkei klagten auch in dieser Woche wieder an. Ja, die schwere Folter habe abgenommen, aber auf vielen Polizeirevieren gehen brutale Misshandlungen weiter. Und Folterer wurden noch immer geschützt. Michael Enger war jetzt in Izmir. Er erzählt die Geschichte von Mehmet Deste. Eigentlich lebt Mehmet Deste in Landshut, ist vor 3 Jahren deutscher Staatsbürger geworden. Aber seit 2 Jahren ist er gefangen in der Türkei, darf das Land nicht verlassen. Ich habe meinen Arbeitsplatz in Deutschland verloren und meine Wohnung, in der ich 17 Jahre lang wohnte. Meine Tochter musste ihr Studium abbrechen. Ich habe mich verschuldet und kann nur mit Unterstützung meiner Familie hier leben. Amnesty International hat sich seines Falles angenommen. Denn Mehmet hat Schlimmes erlebt, wurde bedroht, geschlagen und gefoltert. Folter, immer noch Wirklichkeit in der modernen Türkei. Juni 2002. Mehmet hatte seinen verstorbenen Vater zur Beerdigung in die Türkei gebracht. 3 Wochen später besuchte er seinen alten Freund Ömer, dem dieses kleine Hotel in der Nähe von Izmir gehört. Auch damals saßen sie an der Bar, in lockerer Runde mit Freunden. Der Polizei war die Gruppe verdächtig. Auslandstürken, Künstler und Kurden. Sie witterte ein konspiratives Treffen und fand schnell ein Etikett. Die bolschewistische Partei Nordkurdistan Türkei. Eine obskure Organisation, die niemand so recht kennt. Einen Tag später der Schock. Alle wurden verhaftet und zur Antiterrorabteilung gefahren, als Folterzentrale berüchtigt und bis heute nur heimlich zu filmen. Der Vorwurf, die Freunde sollten Gründer der Partei, Mehmet ihr Führer.